So, YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Worker and Resources. Heute mal ohne Brille. Ich habe mal Kontaktlinsen mir geholt und probiere die mal aus. So viel vorneweg. Und wir sind zurück in unserer wunderschönen Stadt, nicht wahr? Unser Platz floriert, das Leben tobt. Ganz wunderbar ist es. Unser neues Stadtviertel lebt. Und ich habe so ein paar Sachen entdeckt, eben... Was ist denn das hier? Historic Kurthaus. Ah, verdammt, das hätte hier gut hingepasst. Historic Kurthaus. Naja, gut. Ich habe ein paar Sachen entdeckt im Overlay. Und zwar sind nicht alle Sachen vom Müll angeschlossen. Hier hinten die wissen wir. Aber was ich gesehen habe, gut, Waisenhaus, ja, gut. Wissen wir auch. Aber was ich nicht wusste, hier, die beiden nicht. Warum auch immer, die nicht an dem angeschlossen sind. Eigentlich hätten wir das doch angeguckt. Das hatte damals gepasst. Dann hätte ich den ja noch ein Stück weiter nach vorne gesetzt. Eventuell müssen wir das einmal machen. Außerdem baue ich hier gerade mal den Weg. Und deswegen kann der natürlich gerade nicht angesteuert werden. Also da müssen wir gleich mal einen Blick drauf haben. Und dann dachte ich mir, wenn wir jetzt mit den Zügen anfangen, wäre hier eigentlich noch eine große Busstation mit Zughalteplattform wichtig. Problem ist, da stört der Sportgenuss für Kinder Platz. Da müssen wir mal gucken, ob wir den vielleicht hier rüber setzen und hier hinten noch einen zweiten hinmachen. Wir brauchen eh mehr als einen. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Hier kommt ja eh eine Straße hin, dass man den hier neben macht. Und hier vielleicht nochmal Sport und hier ein paar Leute, die noch wohnen. Mal gucken. Wäre anzudenken. Ah. Unser Problem ist immer noch, auch Pflanzen kommen nicht genug rein. Das heißt, die produzieren nicht durchgängig, aber wir haben 200 Tonnen Stoff. Das passt also. Die Fabriken hier ballern sogar so viel aus, dass sie voll sind. Ich gehe hier mal auf schnelle Geschwindigkeit. Also da können wir uns gar nicht beschweren. 23 Tonnen an wunderbaren Kleidern. Und was sehe ich? Wir haben ja noch eine Tankstelle gebaut irgendwo. Ich glaube hier hinten. Ah, aber die hat nicht so wie die andere. Okay, ich wollte mich gerade hier Asphalt drumherum ziehen, aber ich wüsste gar nicht, wie. Gut, wir könnten das so machen. Ein bisschen Asphalt wäre schon auf jeden Fall was Schönes. Da nehmen wir uns den Asphalt. Und der Asphalt ist kalt. Oh, und dann müssen wir uns genau ausrichten. Am besten hier. So. Ja. Kann man so machen. Und hatten wir noch irgendwo eine? Das nicht. Aber was ich gesehen hatte, ist, wir hatten ja noch Busstationen. Und da hatten wir, glaube ich, immer Kies genommen. Oder hatten wir da Rollbahn genommen? Kies. Damit die Kieswege nicht so auffallen. Das würde ich auch nochmal hier danach ziehen. Zack. Und hier hätten wir auch eine. Die kriegt das auch. Muss man aufpassen. Gucken wir nämlich unten rüber sonst. Vielleicht wenn wir es so machen. Ja, reicht nicht ganz. So. Ja, das passt. Oh, hier hatten wir noch eine Station. Bei der kann man es so machen. Ja, das sieht doch schon ein bisschen besser dann aus, wenn die so ein bisschen eingegliedert sind. Hier hatten wir auch noch. Und ja, Stationsnamen. Die müssten wir auch noch vergeben. Dann würde ich sagen, die heißt ja Bus Tiny Stop. Dann nennen wir die, ja, wie nennen wir die? Oh. Bus Haltestelle BH wäre doof, nicht? Haltestelle Uni. Wie heißt eigentlich unsere Stadt? Wir haben gar keinen Namen für unsere Stadt.
Haltestelle Uniklinikum oder sowas. Aber ist ja keine Klinik. Universitätsplatz. So. Das ist doch mal ein epischer Name für eine Haltestelle. Und Gamer Paddy sagt, falls du es selbst noch nicht mitbekommen hast, Factorio 2.0 ist so bald soweit. Ja gut, Factorio war ja nie mein Spiel, habe ich nie gespielt. Von daher würde mich auch 2.0, glaube ich, nicht interessieren. Wir haben Foundry und Satisfactory. Ich bin mehr der 3D-Fan. Und wenn man es aus dem Ego-Perspektive baut, also wenn man so Third-Person ist, gefällt mir das Ganze gar nicht so krass oder so top-down. Das war nicht so meins, muss ich gestehen. Aber es ist halt immer Geschmackssache. Der eine mag das so, der andere so. Deswegen ist es ja kein schlechtes Spiel. Aber es ist halt nicht mein Spiel. Da spiele ich lieber das hier, glaube ich. Factorio ist das Game. Wie gesagt, Geschmackssache. Das hier, Wollen wir mal Haltestelle schreiben? Ja, nicht. Falls wir die irgendwo in der Linie haben, dann wissen wir das. Haltestelle an den Palmen. Keine Ahnung. Wir haben überall Palmen. Haltestelle. Am Kinoweg. Keine Ahnung, dann weiß ich, dass es am Kino ist. Gut, aber hier ist auch Kino. Shit, das ist kein guter Name. Haltestelle. Ja, wie nennen wir die hier? Arbeiterviertel. Keine Ahnung. Ist kein guter Name, nicht? Und dann nehmen wir die hier. Haltestelle Innenstadt. Wobei es ja eher Innenstadt Nordstadt ist, nicht? Später gleich. Dann nehmen wir es Haltestelle Nordstadt. Dann haben wir da Nordstadt. So, noch mehr Haltestellen. Das nehmen wir Zentrale Busstation Nord. Was haben wir hier? Haltestelle. Boah, ist echt schwierig, da ist nichts Besonderes, nicht? Wo ist Larry? Hallo, normale Mensch. Das wird mein Leben wieder locker ein, zwei Wochen einnehmen, Factorio. Ja, das ist doch schön, wenn man sowas hat. Leider haben mich meine Spiele, wo ich dachte, die werden mich Wochen, Monate beschäftigen, alle arg enttäuscht, nicht? Aber wenigstens gibt es das hier. Haltestelle. Ich habe sowas wie an den Kabeln im Kopf und sowas. Das ist ein großer Bruder. So sieht's aus. Denn der große Bruder, der ist immer da. Großer Bruder. Ein Freund fürs Leben. Ja, hier ist halt nichts, nicht? Haltestelle JWD. Haltestelle Brunnenplatz kann man es nicht nennen. Müllplatz kann man es nicht nennen. An der langen Front. Weil hier die lange Front ist. So. Wie nennen wir die hier? Haltestelle. Ja. Arbeiterblock ist blöd, weil das andere heißt Arbeiterviertel. Klinikplatz. Ah, dann denke ich, da ist die große Klinik. Den heben wir uns lieber auf.
Haltestelle. Der Verdammnis. Haltestelle der Verdammnis. Ja, das wäre auch möglich. Arbeiterplatz, Müllplatz ist doof. Statt auswärts denke ich immer. Wie heißt das Viertel hier? Elsterviertel, keine Ahnung. Nennen wir das Viertel Elsterviertel. Wir könnten das Viertel sogar wirklich so benennen, nicht? Indem wir uns hier drüber ein Stadtgebiet erstellen. Das könnte ich mir hier hinsetzen, nicht? Aber dann würde ich die Gebiete, die es schon gibt, halt beeinflussen. Ich könnte es halt auch Haltestelle Lenino de Dovo nennen. Ja. Weiß ich nicht. Tja. Ah, das nennen wir hier Haltestelle Marienkirche oder sowas. Haltestelle Marienkirche. Keine Ahnung, warum Marinen und nicht Marien. Marienkirche. So, die heißt jetzt einfach so. Und dann die passende Haltestelle dazu. Hier gibt es gar keine Haltestelle. Weil die da, da und da ist. Die hatten wir schon benannt. Ne, die hatten wir noch nicht benannt. Haltestelle Polizeipräsidium. Präsidium. Oh mein Gott. Also, es sieht falsch aus. Egal. Damals wussten wir noch nicht, wir schreiben. Wir müssen es nämlich erst erforschen und das Forschungsprogramm ist abgeschlossen. Alternative Energien. Sehr schön. Was nehmen wir denn als nächstes? Kunstdünger, Gaskraftwerke, Müllverarbeitung, Windkraftanlagen, Solarkraft, Nuklearkraft, Flughäfen, die Geologie, die Metallurgie. Ich glaube, die Metallurgie für Stahl. Ja, da gehe ich jetzt drauf. Da werden wir unsere Professoren reinfetzen lassen. Sehr gut. Bei uns gibt es ein Viertel, das heißt Kriegsopfersiedlung. Okay. Ist bestimmt nett gemeint gewesen, der Name. Weiß ich jetzt nicht. Da war das, nicht? Plätze, Kies, Kiesfläche. Achso, das ist ja eine Tankstelle. Können wir hier doch nochmal Asphalt schön hin platzieren. Ja, da müssen wir gucken, wie wir das schaffen. Vielleicht, wenn wir es ein bisschen drehen. Ja. Zack. Da haben wir dann eine wunderbare Asphaltfläche drunter. Aber das Gebäude hat ja gar keinen Strom. Oh no, das hat weder Dings noch Strom. Stimmt, die haben wir auch gestern erst fertig gebaut. Deswegen auch noch die Umgehungsstraße, die jetzt weg kann. Ah, ungünstig. Oh, dass sie keinen Strom hat, ist jetzt blöd. Damit habe ich nicht gerechnet, muss ich gestehen. Ich hatte viele Sachen auf dem Schirm, aber das nicht. Weil wo ist der letzte Strom? Der letzte Strom. Ja, hier Umspannwerke. Nee, Transformationshäuschen, da. Da oben, das sind die großen, nee, ich suche die anderen. Abwasser, Fremdmüll, Geschäft, Güter, technisch, Umspannwerk, aber doch da. Du bist das kleine Umspannwerk. Und du reist nur bis dahin. Und in der Stadt ist auch keins da, was rüberreicht. Das genau in der Mitte zwischen beiden, wo nichts ist. Aber wir sehen schon, hier fehlt eh eins, nicht? Vom Kreisumfang. So, hier die Gebäude sollten eh eins kriegen, auch wenn da nicht viele Gebäude hinkommen werden. Das heißt, hier kommt jetzt ein Umspannwerk hin. Und da ist gut. Er ist gegessen, die Luzi. So. Können wir schon mal hinbauen und dann gucken wir mal, wie wir da Strom reinkriegen, von wo. Das ist nämlich eine gute Frage.
wo der letzte Strom hier herkam. Ich glaube nämlich von hier hinten, ja. Ist natürlich sehr weit weg. Das heißt, wir müssen hier echt von da drüben rüber oder von hier weiter abgehen erstmal. Kacke. Oh, obwohl, da ist ein kleiner. Den könnten wir nutzen. Schon aber eine Strecke. Aber das machen wir. Muss ich jetzt nicht komplett alles runterziehen. Der war eh für die Seite hier irgendwo gedacht. Aber schon echt weit. Ich werde mich dafür später selber hassen, aber wir machen es. Gut, zur Not reiße ich das Stromkabel ab, nicht? Das ist jetzt nicht die Welt. Das kostet jetzt nicht so viel. Ein bisschen Kupfer, da können wir mit leben. Deswegen nehmen wir uns das Kabel einfach. Mittelspannenleitung. Achso, und wir gehen natürlich auf 9 Meter runter. Zack. 9 Meter kostet. Nee, dann machen wir hier erst 9 Meter runter. 1, 2, 3. So. Ja. Ist super, wenn er beim Setzen speichert. Also sowas müsste man echt unterbinden. Egal welches Spiel. Zack. Und jetzt nochmal gucken, ob das auch wirklich dran ist. Gestern hatten wir einmal die Situation, dass es nämlich nicht dran war dann. Na, das sieht gut aus. Wenn wir rübergehen, ist es auch komplett gehighlightet. Ja, ist es. So. Dann können die das hier wunderbar bauen und dann sind wir rausfein. Normale Mensa, kurz duschen, seit 14 Uhr PHP, SQL und JavaScript gebastelt. Inventursystem für Lager. Werde langsam bekloppt, Deadline ist Ende Juli. Oh oh, bekloppt werden und dann Ende Juli. Ob das so gut zusammenpasst? Eieiei. Okay, Stoff ist immer noch leicht im Plus. Nur die Sachen mit dem Korn nicht. Aber 125.000 plus haben wir letzten Monat gemacht. 232.000 im Export. Sag mal, ich gehe mal gucken. Was letzter Monat? Was haben wir denn exportiert? 152.000 Kleidung, 57.000 Öl und nochmal 25.000 Stoff. Das summiert sich. Wow. Das ist ja krass. Und importiert haben wir 1000 Tonnen Chemikalien. Ne, 18 Tonnen Chemikalien für 37.000 und 25.000 Pflanzen. Also ich sag mal so. Ich glaube, Stoff ist noch effektiver für den Anfang als Kleidung. Wenn ich mir das jetzt so mal angucke. Los. Ja, wir haben zwar nur Stoff für 25.000 verkauft, aber wenn wir jetzt mal in die andere Statistik gucken. Wir haben Stoff im Wert von letzter Monat. Im Wert von 25.000 exportiert. Das sind 37 Tonnen. Aber wir haben 175 Tonnen hergestellt. Mit den 25.000 gekosteten Pflanzen. Das heißt, 25 abziehen, dann wären wir bei 150 noch. Das wären 150 durch 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, 6 mal so viel wären wir bei 100.000, nicht? 125.000 beim Verkauf vom Stoff. Also 25.000 Pflanzen wären in 125.000 Stoff. Das heißt, mit Stoff kann man 100.000 Gewinn machen. Das ist mehr, als wir mit der Kleidung gemacht haben. Oder machen. Ist natürlich aber auch teurer, weil, was habe ich vergessen einzurechnen? Leichter Rechenfehler. Wir müssen nämlich noch gucken. Wir haben aber auch für 37.000 Chemikalien gebraucht. Wobei nicht alle für die Stoffherstellung reingehen. Gut. Das heißt, rechnen wir Worst Case, brauchen wir 50.000 für die Stoffherstellung. Aber kriegen 125.000 raus, machen wir 75.000 Gewinn.
ist immer noch voll fair und okay. So. Ja, die hat ja jetzt noch keinen Anschluss und die anderen Tankstellen schon. Da können wir mal gucken. Da fahren, glaube ich, zu wenig Autos. Das Problem ist, die Autos, die kriegen wir ja nicht mehr. Die fahren jetzt da oben hin, die fahren die Tankstelle an, die fahren die Tankstelle an. Und dann sollten die noch die Tankstelle anfahren. Die hier hinten, die würde ich mal alleine lassen. Die ist zu weit weg. Weil die würde noch genau passen. Wenn wir nach der 3 oder nach der 2 die ansteuern, müssen wir nicht durch die ganze Stadt von oben gurken. Sondern können hier seitlich ran und dann seitlich wieder raus. Dazu müssen die aber erstmal leer werden. Jetzt ist so die Sache, wo werden die leer? Ich würde sagen, wenn wir die einfach aufnehmen und sagen, zu 100% entladen. Ja, muss ich ja nicht machen. Ich muss ja einfach auf der Route jetzt sagen. Obwohl, warum sollen die leer werden? Weil ich die tauschen wollte, ne? Hm. Okay, warte mal, dann machen wir das so. Also, nach der 2 kommt die Tankstelle. Dort wird entladen 100% von dem. Und jetzt wollen wir beide Autos dahin fahren lassen. Eines da. Der andere ist hier. Mal gucken, wer zuerst ankommt. Und wenn die leer sind. Ja, er wahrscheinlich. Dann kommen sie ins Depot und werden ausgetauscht. Da könnten wir schon die neuen kaufen, theoretisch. Öltanks. Welche nehmen wir denn da? Eigentlich dadurch, dass die durch die Stadt fahren, wären nicht so lange echt gut. Der hier hat halt nur 8 Meter. Der gefällt mir eigentlich ganz gut. Der hier hat nur 7 Meter. Auch nicht schlecht. Der hier hat natürlich nur 6 Meter, aber er kann auch nur 5 Tonnen transportieren. Der kann halt relativ gut und der ist auch nicht so teuer. Die anderen sind natürlich teurer. Wobei Geld ist, glaube ich, jetzt nicht mehr unser Problem. Da können wir also auch das Sinnvollste holen für uns. Aber ich finde den 8 Meter Truck eigentlich am sinnvollsten. Der kann auch nur 75 fahren. Das ist aber okay. Dann holen wir den 1, 2, 3, 4 mal. So, und sobald einer von den beiden hier leer ist. Ja, die ist leer. Und sobald Strom da ist, funktioniert die Tankstelle dann. So. Du fährst hier hin. So, du auch warten bis leer. Zack. Und du fährst auch dahin. Sehr gut. Die fahren eh nochmal tanken. Ist eigentlich praktisch, dass die Tankstelle daneben ist, nur das Gebäude steht halt falsch. Also selbst wenn das Gebäude einfach nur hier gestanden hätte und da rangegangen wäre, wäre es okay gewesen. Ich habe es halt genau, weil ich es parallel zu dem wollte, wie so ein V, echt blöd hingestellt. Ungünstig. Aber so ist es halt. So ist es halt. Naja, die Kontaktlinsen ein bisschen anstrengend auf jeden Fall, wenn sie zu groß sind. Ich hoffe, die neuen kommen dann noch schneller, sodass man die nicht merkt. Zum Glück bin ich relativ routiniert, da stören die mich nicht so extrem.
von damals noch. Okay. Neue Fahrzeuge auf der Linie. Start, 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 Start. Linienabstand aktivieren. Entladen. Eigentlich müssten die 25% entladen jeweils wieder, ne? Dann machen wir hier einfach 60. 1, 2, 3, 4. Oh. Die hinten 20. Ah, ich bin da unschlüssig. So. Zack. Und die beiden Trucks, die können nämlich wunderbar jetzt noch mit auf die Linie mit den Trucks zusammengelegt werden. Dann passt das nämlich wunderbar. Klingsi, klongsi. Start. Und Start. Dann haben wir da echt viele, viele Trucks drauf laufen. Und ja, beim Stoff, ich würde da gar nicht mehr investieren. Da kommt echt genug. Ist halt blöd, dass die Arbeiter nicht 100% dadurch arbeiten. Dann haben die halt auch mal eine freie Zeit. Da ist es halt so. Wir können Bekleidung auch nicht. Das ist auch im Lot, nicht? Wir exportieren genauso viel mit den beiden Trucks, wie wir herstellen. Das passt auch. Also ich würde sagen, alles tippitoppi. So, mit dem Müllplatz. Das würde mich jetzt interessieren. Immer noch nur die beiden. Der mittlere wird nicht erreicht. Das ist eine schöne Scheiße. Ja, da kommt er nicht mehr ran jetzt. Das ist kacke. Also kann ich mich echt nicht erinnern, dass das nicht gepasst hat damals. Wenn ich jetzt hier einen Müllplatz nehme. Selbst hier, das hilft alles nicht. Ja, hier kann ich ihn nicht mehr hinsetzen, doch könnte ich. Hier wäre er dran. Hier nicht. Selbst der Weg würde nicht helfen. Ist ja krass. Erst das hier. Ich meine, im Notfall würde ich den hier so setzen. Ja, wir machen einfach zwei Müllplätze. Wenn das ihn glücklich macht. Ich würde jetzt auch nicht sehen, wie ich den Weg um ein paar Meter verkürzen könnte. Vielleicht, wenn man hier eine Schräge ziehen würde, theoretisch. Ansonsten, ich da echt keine Hand habe. Also so könnte ich den Müllplatz drehen, aber vor die Klinik würde ich den eigentlich nicht bauen. Boah, hier wäre der perfekte Platz für Müll, perfekte Platz für Müllplatz gewesen. Aber passt eh nicht hin. Schade. Ja, auch nicht. Das ist immer blöd, nicht? Warum passt das dir nicht? In echt sind die Sachen doch auch alle viel enger. Dass da die Bounding Boxes immer so übertrieben sind bei manchen Sachen, das ist schade. Ah gut, der Weg hat nicht geholfen, den anzubringen. Das heißt, die sind hier weiterhin ohne Müll. Ja, das sind halt die kleinen Dinge, die man einfach dann übersieht. Wo war es hier? Das heißt, wir müssen hier vielleicht noch einen Müllplatz vorsehen, damit wir die beiden erwischen. Weil ich glaube kaum, wenn ich jetzt hier einen Müllplatz einfach hinzimmer, wahllos. Doch, ich erwische die beiden. Also hier würde ein Müllplatz bis hierhin passen. Dann könnte man also hier hinsetzen vielleicht. Ah, ist ganz knapp. Hier würde schon nicht mehr reichen. 120 Meter. Hier, bis hierhin.
Das heißt, wenn, müsste der Müllplatz so sein und da der Weg vorbeiführen. Das ist schon hart. Das ist eine ganz knappe Kiste. Ich meine, aktuell muss die Müllabfuhr echt jedes Mal, wenn die 0,12 Tonnen voll sind, da hingucken. Das ist natürlich angenehmer, wenn die hier die 2, 3 Tonnen auf einmal abholen kann. Das merkt man ganz schnell daran, wenn man hier Fahrzeuge hat und nicht irgendwelche mehr in Reserve da rumstehen. Dann läuft irgendwas schief. Zum Beispiel bei denen. Doch, da habe ich einen Müllplatz vorgesehen, ne? Ja. Wobei es auch egal war. Ich glaube, die haben eh nur gemischten erzeugt. In Containern. Ich frage mich, wo die ganze Menge hier hinkommt. Oder ob die sich langsam von der Fabrik hier, Reparaturwerkstatt, nähert. Aber die Reparaturwerkstatt, so wie sie ist, gefällt mir deutlich besser. Ist wesentlich schlanker, oder? Und WB-Normalement. Wesentlich schlanker. Also vorher hatten wir ja immer zwei Lager noch, die wir gefüllt haben. Was alles unnötige Kosten. So viel braucht man gar nicht, nicht? Die LKW sind quasi jetzt unsere Lagerhalle. Klar, die müssen repariert werden, aber die hätte ich so oder so gebraucht. Also habe ich einfach die Warenhäuser eliminiert. Und die, ich glaube, die ganzen Gabelstapler, dass ich die nicht habe, hilft halt auch, dass der Treibstoff nicht so extrem explodiert ist. Oh, letzten Monat nur 30.000 plus gemacht? Gut, mit 52.000 Fahrzeuge importiert. Das heißt, eigentlich hätten wir 80.000 plus gemacht. Man kann ja nicht immer 200.000 plus machen. Manchmal schwankt das halt auch. So. Haben wir noch Kleinigkeiten? Also Bushaltestellen hatten wir jetzt alle benannt. Obwohl, nee, die hier hatten wir nicht benannt. Dann nennen wir die hier Haltestelle Werk 2 Stoff. Und die hier oben Haltestelle Werk 1 Kleidung. Und da können wir sogar sagen, wir machen transparent und schreiben Werk 1 ran. Und dann sieht man das hier nämlich. Werk 1. Und auf der einen Seite. Kann man auch bei den Gebäuden machen. Also manche haben das. Da kannst du hier auch Werk 1 oder sowas dann ranschreiben. Werki! Können wir ja machen. Werk 2. Oh, das zeigt in die Richtung. Das ist schade. Wäre cool, wenn man das noch nach vorne rotieren könnte oder so dann. Ja, und hier hinten haben wir noch eine Bushaltestelle. Haltestelle. Kittchenheim. Ich weiß nicht, wie man Kittchen schreibt. Schreibt man Kittchen so? Boah, ich und schreiben, nicht? Kittchen. Ab ins Kittchen. Ab ins... Gefängnis. Kittchen mit Doppel-T. Okay. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Gebäude. Umbenennen. Kittchen. Macht aber Sinn, nicht? Kittchen. Hi. So. Ich könnte es natürlich auch am Kieswerk nennen, aber das wäre zu einfach. Deswegen lassen wir das Ganze einfach. Und benennen das Kittchenhain um. Sehr schön. Die Fabriken laufen, das Geld kommt rein.
Ich würde gerne noch das hier bauen. Dass wir so ein zweites Lager für Öl haben. Und wir sehen, es kommt gar nicht so viel Öl rein. Wenn ich jetzt noch eine Treibstofffabrik ranpulle, dann ist es ratzfatz weg. Also es reicht hier bei Weitem nicht. Deswegen würde ich das mal vergrößern und erweitern. Jetzt, wo wir Geld haben, ist es auch okay, dass wir da, glaube ich, weiter nach vorne denken. Jetzt wird es nur spannend, wie wir die hinpflanzen müssen. Also erstmal von der Ausrichtung her. So, okay. 72, 77. 80. Wieder 80. Ach so. Jetzt ist die Frage, wie kommen die zusammen? Wäre gut, wenn der an den mitkommt und der erst an den. Okay, dann drehen wir den gleich nochmal um. Und dass du auch 80 hast. Und vielleicht... Ah, wartet. Spiegeln. Und nochmal gucken, dass wir auch den richtigen Winkel haben. Nicht, dass wir einen halben Grad versetzt haben. Nee, passt. Klar hat der jetzt noch einen höheren Wert als 80. Na? Noch einmal weg. So rum. Genau. Okay. Die vier müssen da also ran. Ich glaube, dann haben wir auch wenig offen. Hier können wir natürlich auch weitergehen. Und ein Gebäude brennt. Oh oh. Oh oh. Das sollte aber auch passen. Die Straßen sind ja alle schon ausgebaut. Wenn die später denn auf Asphalt ausgebaut sind, dann fahren die ja auch nochmal schneller. Zack. Instinkt gelöscht. Apropos Instinkt gelöscht. Ah, nee. Sonst hat die sich nämlich immer so mit über vielen Leuten vollgeballert. Aber nee, scheint ja zu passen. Das ist gut. Kann man eigentlich bei den Läden... Benachrichtigung, wenn Ware fehlt. Ich hätte gerne Benachrichtigung, wenn Laden überfüllt. Das wäre eine coole Information. Weil das kriegt man halt nicht mit, weil man da den Laden die ganze Zeit überwachen müsste. Hm. Die Tankstelle hier funktioniert auf jeden Fall. Und dadurch, dass wir jetzt neue Tankstellen haben, verteilt sich auch die Last auf den Tankstellen noch ein bisschen besser. Die einzige, die ein bisschen mehr in Anspruch genommen wird, ist natürlich die hier, weil alle LKW hier vorbeifahren. Ach so. Ha. Das kann nicht gebaut werden, weil das hier nicht gebaut wird. Macht Sinn. Ah, aber das... Da haben sie angefangen. Okay. Da ist alles da. Arbeiter da. Kran ist da. Pff. Wie? Was machen die da? Einfach über dem Rohr fliegen. Okay. Warum nicht? Jetzt sind sogar Feuerwehrleute da. Hier weitermachen. Nicht den Fokus verlieren, nicht den Fokus verlieren. Das ist so die Sache, das verschiebt sich ein bisschen, ne? Da komme ich nicht drum herum. Öl. Mehrere zu einem. Eigentlich will ich die immer daneben stellen, dass wir die Straßen nicht blockieren. Die stehen ja gar nicht parallel. Pff, scheiße. Okay. Du standst
ganz gut. Du stehst nicht gut. Dann kommst du nochmal neu. Öl. Spiegeln. 69 hätte er dann nur. Okay. Machen wir die nochmal ein bisschen auch woanders hin. Und könnte noch ein Stück höher. Bringt uns ja nicht um. Ja. Und die beiden passen eigentlich. Und dann reiße ich die auch nochmal ab, dann will ich auch nochmal wissen, wie viel die jetzt wirklich haben. Auch nur 76. Ja, die hatten natürlich mehr. Machen wir die hier nach außen ein bisschen mehr. Ich glaube, so ist der Abstand besser. Ja. So, jetzt nochmal. Wir wollen an den Turm daran. Ja, jetzt passt das auch von der Anbindung her ein bisschen besser. Okay, und wo wollen wir hier ran? An den Turm. Dann machen wir die hier hin. Passt auch. Oh, hier muss ich spiegeln. Habe ich wieder nicht aufgepasst mit der Straße. Das ist immer ein Problem. Ja. Okay. Jetzt fehlen die Straßen und die Übergänge wieder. Übergänge waren... Die haben sich doch hier versteckt inzwischen. Pipeline. Irgendeiner der Weißen war es. Der hier? Nee. Das war der falsche. Der da. So, wir wollen wo an welche Straße? Also hier habe ich mir keine Straße gelassen, ich Idiot. War schon mal gut. Ich glaube, wir wollten das alles zentral hier in der Mitte drüber laufen lassen. Das heißt, eine Straße brauche ich hier zwischen den beiden aber auf jeden Fall. Ist das echt gerade? Ja. Sieht halt so schräg aus. Irgendwie hier so hin. Das ist doch aber schräg. Ist das echt gerade? Boah. Komische Perspektive. So, wenn wir jetzt mit der Straße hier rangehen, dann kommen die zusammen. Dann hätten wir hier aber noch die Möglichkeit, über die Straße zu kommen. So. Dann gehen wir hier hoch. Nach da. Und hier hoch nach dort. Der geht da ran. Und lassen wir hier so einen Überweg... Bin der Meinung, ja. Vielleicht müssen wir das auch hier hinten einmal machen. Falls wir wegen Feuerwehrreichweite oder so da eher ran müssen, wäre das gut, den Weg, oh, zumindest vorgesehen zu haben. Das heißt, hier die Straße lang. Hier, aber hier muss auch noch ein Übergang hin. Definitiv. Ja, den da. Beide Seiten sind ja gleich. Ja, wir gucken. Passt. Passt. Also, auf welcher Höhe? Der Höhe. Machen wir es richtig. Auf der Höhe. So. Dann machen wir erst die Straßen. Einmal so,
Einmal so. Du daran. Du daran. Du daran. Du daran. Bei denen könnte man auch beide zusammenfassen, ne? Aber egal. So. Passt doch. Und jetzt Rohre planen. Rohr daran geht. Rohr daran geht. Ihr habt Rohr, Rohr. Hier muss noch Rohr ran. Ja. Da muss Rohr ran. Da muss Rohr ran. Dort muss Rohr ran. Und ihr habt. So, dann haben wir zumindest die Kapazität um 100% erhöht. Forschung ist abgeschlossen. Auch eine wichtige Nachricht, da werden wir uns gleich drum kümmern. Oder zuerst drum kümmern noch. Für den Abschluss. Na, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Bis gleich.